Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft für Anfänger. Mein Name ist Lars, LP, und das sind sehr, sehr neugierige Zuschauer. Wir werden uns heute mal der Bastion widmen, die wir vor einer Ewigkeit im Nether gesehen haben. Da schauen wir mal vorbei. Da nehme ich euch aber nicht mit, das ist zu heiß da unten im Nether für euch. Ihr haltet das nicht aus. Und wenn du ein Herz für Spinnen hast, dann kannst du den Kanal kostenlos abonnieren und das Video liken. Oder du schaust mal auf dem zweiten Kanal vorbei, der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Da spielen wir gerade Dying Light 2. Aber wie immer muss ich mein Inventar aufräumen. Ui, jetzt! Und so geil wie in den Kommentaren stand. Lars, du kannst im Bett eh nicht schlafen mit den Monstern da unten. Ja, ist gerade nicht Nacht, ne? Sonst würde ich schlafen können. Es geht halt wirklich. Und darum geht's doch gar nicht. Es ist doch einfach nur eine schöne Ecke. Es muss ja nicht immer alles ultra funktionell sein, weißt du? So, ich gehe jetzt Inventar aufräumen und dann sehen wir uns im Nether wieder. Es gibt hier halt echt keine Werkbank, ne? Ich muss hier eine Werkbank hinstellen, ist ja schlimm. Vielleicht sollten wir hier in die Mitte, ne? Hier in die Mitte noch so einen zentralen Ofen machen. Also so einen Raum, wo gebrutzelt wird, weil ich habe hier so viele Rohlinge rumliegen, ne? Also hier zum Beispiel diese zwei Stacks Kupfer und so, dass wir immer hier gleich einbrennen können quasi. Ich mache das jetzt erstmal unschön. Aber ganz schnell zur Vorbereitung, Truhe und ein Trichter mitnehmen. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann wäre vielleicht ein Stück Goldrüstung wäre ganz nice. Machen wir einfach Schuhe. Und jetzt geht's ab in den Nether. Hallo! Willkommen im Nether. Und das ist jetzt super einfach, denn wir gehen einfach mal hier lang. Und hier ist jetzt Lava. Ups, hier lang. Guck mal da. Da ist unsere alte Strecke. Und unsere alte Strecke hat ja bereits ein... Oh mein Gott, meine Augen. Eine Bastion gefunden gehabt. Wie es einfach aussehen würde, als würde der Bruchstein hier glühen, ne? Wer weiß noch, wo die Bastion war? Ist ja super, super weit weg gewesen, ne? Nämlich hier... Der Mini-Wirrwald, da sind wir lang. Und dann sind wir da am Rand entlang. Und irgendwann kam eine Bastion. Da ist er doch schon. Irgendwann. Weißt du, 3 Meter. Ja, okay. Mini-Wirrwald, Bastion. Da sind wir schon angekommen. Das ist ja gut. Eigentlich müsste ich das ganze Gold hier mitnehmen. Für die Bastion mache ich mal den Shader aus, weil die Bastion ist halt im Gesamten schwarz. Und mit Shader wird es halt schwarz, schwarz. Was ist denn eine Bastion jetzt? Nein, das ist quasi der Pillager-Außenposten des Nether. Ja, hier die Piglins, die Zombie-Piglins sind die dummen Dorfbewohner, die normalen Piglins sind die Pillager. Und wir sind jetzt nicht vorne am Eingang, sondern hinten, das heißt, wir klopfen uns hier einfach mal rein. Und dann gucken wir mal. Hallo, da ist schon die erste Truhe. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, denn die Piglins sind ziemlich angefressen, wenn wir einfach deren Sachen klauen. Das mögen die gar nicht. Wir gucken jetzt mal hier, da, guck mal, da sind schon welche... Sind Zombie-Piglins hier drinnen? Die haben noch Angst vor denen. Das macht doch gar keinen Sinn. Überall sind welche. Es gibt auch diese Brutes. Das sind die etwas stärkeren. Hier die mit der Axt. Ne? Da unten seht ihr eine normale Rüstung oder da einen normalen. Und diese Brutes sind halt diese stärkeren. Ein bisschen diese Krieger von denen. Und jetzt ist es so, dass wenn wir zum Beispiel die Truhe, die da oben war, ne? Hier, die da, wenn wir die jetzt einfach so leer räumen, also wir gehen einfach dran, dann werden die aggro. Das finden die gar nicht geil. Aber ich finde es geil, dass hier eine Laterne ist. Die nehme ich gleich mit. Dankeschön. Jetzt gibt es aber Mittel und Wege. Wir wissen ja auch, wenn wir Gold abbauen, sind die ziemlich angefressen. Und jetzt ist da natürlich ein Goldblock drunter. Wir trauen uns mal, oder? Okay, hat keiner gemerkt. Damit wir aber nicht die Aggro bekommen, weil wir die Truhe leer räumen, könnten wir sie zum Beispiel kaputt hauen mit der Axt. Könnten wir. Wir können aber auch einen Trichter drunter setzen, der langsam die Items daraus zieht. Weil das sind dann nicht wir. Guck mal hier. Oh, der Pickstep. Ich liebe den Pickstep. Den müssen wir uns anhören. Der ist toll. Der Pickstep ist toll. Schon haben wir die Truhe quasi leer geräumt. Ohne, dass man uns da irgendeine Schuld vergeben kann. Denn der Trichter hat ja leer gesogen und nicht wir. Wir sehen hier auch schon, das ist mit einer Schatzkammer. Das ist dieser Lava-Raum ganz unten, wo Goldblöcke sind und so. Da sind auch grundsätzlich Magma-Spawner unten drin. Also die sind wirklich fix. Das sind die einzigen Spawner, wo du weißt, die sind da. Kann man eine Magma-Farm machen, ne? Oder eine XP-Farm oder beides halt, ne? In Kombination. Ist halt sehr nice, dass man weiß, wo Spawner sind. Okay, der Brute ist jetzt aggro. Ich bin mir gerade nicht sicher, warum. Was, hä? Was habe ich dir denn getan?
Warte, es kann auch sein, dass die definitiv aggro sind, egal ob Goldrüstung und so. Ich glaube, die wollen sich einfach schlagen, weißt du? Ich glaube, die sind einfach von Haus aus aggressiv. Weißt du, die sind einfach so Aggro-Bolzen. Und da seht ihr schon, da kommen die ersten runtergefallen. Ey. Weil jetzt ist hier natürlich Krieg angesagt, ne? Keine Frage. Pass auf, ich kann das auch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Zack, dankeschön. Nächste Truhe, die wir leer saugen. Ich will einfach jegliche Aggression vermeiden quasi. Deswegen sauge ich die alle so leer. Oh, eine Diamantschaufel. Nice. Nice, da brauchen wir da gar keine Diamanten irgendwie rausknallen für. Alter Piglin, wie oft willst du mir noch in die Spitzhacke rennen? So, ich glaube, das war es mit den Truhen auf dieser Ebene. Wir müssen jetzt eine Ebene weiter runter. Und das können wir dann einfach hier so am Rand entlang, ne? Das ist relativ einfach. Upp, fertig. Ihr seht schon, ihr könnt hier richtig viele Laternen und Ketten und so mitnehmen. Das ist schon ganz cool. Aber ich will ja gerne runter und den Schatz hätte ich gerne, ne? Und dafür müssen wir dahin, da geht eine Treppe runter. Da können wir so rum. Ja, müssen wir mal gucken. Da finden wir ja einen einfachen Weg nach unten, glaube ich. Au! Au, 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 da kommt er hier hoch. Hast du gedacht? Geh weg. Holy moly. Huh. Ihr seht, der macht echt Aua, ne? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Danke. Und immer schön die Lavalöcher zumachen. Ihr werdet da schneller reingeschubst, als ihr gucken könnt. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jemand von oben runtergefallen hat mich hier hingeschubst. Oh mein Gott. Leider sind hier sehr wenig Truhen, muss man mal sagen. Also, das kann auch anders aussehen. Jetzt sehen wir hier unten schon ganz viele Goldblöcke. Die sammeln ja gerne Gold. Ich will mal gerade gucken, wo der Spawner ist, der Magma-Spawner. Guck mal, da fliegt er, hängt schön an der Kette. Sehr, sehr nice. Sind aber keine zwei mehr. Früher waren es mal zwei. Okay. Wahrscheinlich ist da zu viel gespawnt. Also war das zu OP oder so? Ich weiß es nicht. Wir lassen die ersten, solange es geht, lassen wir die großen, ne? Weil die großen passen hier einfach nicht rein. Die kleinen machen wir klein. Ihr merkt schon, man muss hier ein bisschen die Ruhe bewahren, ne? Also das ist schon eine bedrohliche Ecke. So, wo kommst du denn her? Vom Gefühl her. Diamantbeinschutz mit Reparatur. Okay, nice. Oh, Netherite-Barren. Alter Finne. Lohnt sich halt mega. Und natürlich können wir die ganzen Goldbarren mitnehmen, ne? Keine Frage. Da ist noch eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Okay. Das heißt, ein bisschen was haben wir hier noch zum Gucken. Oh, ich habe meinen Trichter in der Mitte vergessen. Warte, ich muss gleich mal kurz meinen Trichter holen. Aber aufpassen, dass wir hier nicht Golderz abbauen, ne? Das mögen die auch nicht. Ist ja klar. Alles, was irgendwie mit Gold und wertvoll zu tun hat, das ist den. Oder es ist halt den. Verstehst du, ne? So, jetzt haben wir hier gleich welche. Mal gucken, ob die sich beschweren, wenn ich mit dem Trichter die Truhe leer räume. So. Nein. Alles gut, ne? Alles gut. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ich war es nicht. Bannervorlage, Schnauze. Okay. Goldachs. Ja, pff. Den Rest kann man eigentlich hier lassen, ne? Also das können wir auch hier lassen. Ich nehme mal die Goldachs mit zum Endzaubern, damit wir die Erfahrung bekommen. Aber ansonsten die Armbrust lassen wir mal. Da kommt schon ein Brood. Oh mein Gott, jetzt kommen die alle, ne? Ja, viel Spaß. Haha. Nein. Oh, Gott sei Dank. Alter, das war knapp. Diese Brutes, die machen halt echt das Leben super schwer, wenn es sein muss. Alter Schwede, das war jetzt mal richtig knapp. Der hätte mich so in die Lava schießen können. Liebe Brutes, hört doch auf. Noch eine Truhe. Gut, auch nichts Tolles. Ein paar Eisenbarren und so. Schön und gut. Aber mehr auch nicht. Und ihr seht schon hier, es gibt durchaus Treppen, die nach oben und unten führen. Also, es ist nicht so, dass man sich immer überall durchprügeln muss. Kommt halt ein bisschen drauf an, wie es generiert wurde. Manchmal ganz gut, manchmal ganz schlecht. Und dann bauen wir uns jetzt einfach mal in den vorderen Bereich. Also, wir gucken mal zumindest, ob es einen Weg gibt, wo man sich durchbauen kann. Oder eben auch nicht, so wie es aussieht. Ihr merkt also, nein, so funktioniert das nicht, ne? Also, wir sind hier nicht irgendwie in der Endfestung oder so. Wir müssen halt gucken, dass wir ein paar Etagen hochgehen und dann da weiterlaufen. Jetzt muss ich mal gucken, wo das denn hier ist. Oder wir laufen über die Decke, das wäre das Einfachste. Ach, guck mal, da ist die Brücke. Das habe ich eigentlich gesucht. Wo sind wir hier gerade? Okay, wir sind hier. Das heißt, wir müssten noch... Da oben müssten wir hin. Da.
Jetzt kommen wir quasi in den vorderen Bereich. Da kommt der Brute ja auch schon, unser Freund. Wie ist der Pfeil durchgeflogen? Und hier gibt es halt nochmal Truhen unter Umständen, ne? Oder andere Sachen. Die Laternen nehme ich auf jeden Fall mit. Natürlich geht es auch nach oben und nicht nur nach unten, ne? Wobei hier jetzt, ich glaube, ihr führt halt wirklich einfach nur nach unten. Hier rum. Okay. Eigentlich gibt es Treppen in beide Richtungen. Bin verwirrt, ehrlich gesagt. Ach, hier, oder? Das ist aber schon ganz schön versteckt. Und wie gesagt, das mit Shader, man würde halt einfach nichts mehr erkennen, weil es wäre nur schwarz. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 70 Level. Gut, passiert. Da. Leider bin ich meinen Unendlichkeitsbogen los und noch ein paar andere Dinge. Aber gut, da muss man jetzt, muss ich mit leben. Da sind wir wieder. Es war halt wirklich die letzte Ecke der Bastion. Wie ärgerlich, aber immerhin sind wir noch Level 10. Das heißt, ich darf Erfahrung sammeln gehen. Und wir sollten vielleicht wirklich mal vernünftige Rüstung machen, so mit Netherybacken und so. Aber ihr habt schon gesehen, ne? Diese Bastionen, der Loot lohnt sich ungemein und die sind verhältnismäßig auffällig, weil es sind riesengroße, schwarze Klötze im Nether. Und kann ich jetzt hier schlafen? Ne, ist ja immer noch, also wieder Tag. Nicht immer noch, sondern wie der Tag. Hier brauchen wir eigentlich nur noch Schutz drauf und so. Netherite-Bachen reingedrückt und schon haben wir die besten Beine, ne? Ist eigentlich ganz gut. Ich gehe jetzt mal Erfahrung sammeln. Aber das Kanalmitglied des Tages ist Sebastian Speerhake oder Speerhacke. Vielen lieben Dank, Sebastian. Und die Frage des Tages kommt von Lelek. Du bist auch so ein Lelek. 246 Lul. Der Name sagt schon alles. Lelek 246 Lul. hi Lars, wie weit kann man vom Spawner weggehen, damit der Spawner noch Mobs spawnt? Danke, Discord. Und zwar ist es so, dass, bin mir nicht sicher, aber bei normalen Monstern ist es so, dass du mindestens 24 Blöcke weit weg sein muss. Das heißt, wenn du jetzt draußen in der Nacht rumrennst, spawnt kein Creeper bei dir vorm Gesicht, sondern immer mit einer Entfernung von 24 Blöcken und mehr. Ich vermute jetzt, dass es beim Spawner genau andersrum ist. Das heißt, wenn wir quasi weiter als 24 Blöcke weg sind, dass da nichts mehr spawnt, weil es halt eben sonst zu einem endlos Spawn käme. Und ich vermute 24 Blöcke. Ich sag vielen lieben Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.